Name ist Christian Müller. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz zur Lancierung der Eidgenössischen Volksinitiative zur Ausschaffung krimineller Männer. Wieso die Initiative? Die heute lancierte Initiative bezieht sich fast 1:1 auf den Text der SVP-Ausschaffungsinitiative, in der behauptet wird, der SVP gehe es um Sicherheit. Gehe es der SVP aber wirklich um Sicherheit? Wie sie behauptet, würde sie nicht die Minderheit der Ausländer zum Sündenbock machen, die ich mal wählen darf, sondern die Männer. Wie man der Statistik unschwer erkennen kann, haben nicht Ausländer gar das Problem, sondern Männer. Also man sieht hier, Männer sind überdurchschnittlich gleich zu Frauen. Im Strafgesetzbuch vorkommen. Hier sehen wir in Statistiken zur Gewalt. Bei den Totalen der Gewaltstraftaten sind es zu über 82%. Bei den Tötungsdelikten mit Schusswaffen sind es über 100%, sind es genau 100%. Bei der Vergewaltigung sind es 99,5% von den Straftaten auf den Mann gemacht. Und so weiter. Leider ist die Liste endlos und die Beispiele sind endlos. Wie man bei den Statistiken unschwer erkennen kann, haben Männer ein Kriminalitätsproblem. Der SVP geht es also nicht um Sicherheit, sondern hinter dem Sicherheitsargument versteckter Rassismus. Die Rolle der Männer in jeder Kriminalitätsstatistik wird wohl auch deshalb kaum hinterfragt, weil in der SVP bekannte Frauenquote ähnlich in einem Tag herrscht. Unsere Initiative will Folgendes. Erstens, ein Zeichen setzen gegen den leider latenten Rassismus in unserem Land, der von einigen Politikern und Gruppierungen bewusst geschürt wird und damit von realen Gefahren abzulenken kann und sie durch Herbeigeredete zu ersetzen. So wird aber keines von den echten Problemen gelöst. Echte Probleme sind zum Beispiel: Warum dürfen Asylanten nicht für ihren Lebensunterhalt selber aufkommen? Warum dürfen nicht alle Steuerzahlenden wählen, unabhängig von ihrer Herkunft? Warum muss man 12 Jahre auf eine Verwaltungsakte in der Einbürgerung warten? Warum werden Ausländer in der Schweiz mit anderen Rechten und Pflicht versehen als Schweizerinnen, obwohl die Verfassung steht, und ich zitiere Artikel 8, Rechtsgleichheit. Erstens, alle Menschen sind vom Gesetz gleich. Zweitens, niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen, politischen Überzeugung usw. usw. Warum dürfen heute in der Welt Waren und Dienstleistungen fast ungehindert in der Welt zirkulieren, Menschen aber nicht? Wie kommt es, dass die Schweiz zum grössten Rohrhandel der Welt wird, ohne auch nur eine Quelle zu haben? Warum liefert die Schweiz Waffen in kriegsführende Staaten und in bewaffnete Konflikte? Lässt die daraus entstandenen Flüchtlinge im Mittelmeer verdrinken? Warum bietet die Schweiz Steuerflüchtlinge und dubiose Weltkonzerne einen sicheren Hafen, um ihre Gewinn- und Ausbeutung aus Bestechen zu verstecken und kaum zu besteuern? Unsere Initiative will aber noch mehr. Unsere Initiative will die Gesellschaft über die gewalttätige Rolle der Männer aufklären. Die Initiative will Skandalisierungsmechanismen rechtspolitische Parteien aufzeigen und eine Diskussion über Sinn und Unsinn von vor allem Rechtsstaatlichkeit von einer gewissen Initiative auslösen. Und natürlich wollen wir mehr Freiheit und Sicherheit in unserem Land erzwingen, wenn all diese Männer, die kriminellen Männer endlich ausgeschafft worden sind. Weitere Informationen über unsere Initiative finden Sie auf Facebook. Facebook-Seite, wo wir laufend neue Kriminalitäten von Männern veröffentlichen. Und wir haben auch Bildersammlungen von bereits kriminell gewordenen Männern. Es sind leider vor allem SVP-Politiker, aber wir haben noch viel mehr Männer, die in der Schweiz eigentlich nicht ausgeschafft worden wären. Kann man das ein bisschen langsamer halten? Das ist genau. Ja. Mal bitte. Ja, das ist alles richtig. Das ist wichtig, dass es genau ist.
Es ist alles online, Sie können sich auf dem Bildschirm gleich noch abfilmen, wenn es besser ist. Ja, so viel zu dem, das wäre es eigentlich schon.